Nehmen wir eigentlich schon auf? Jo, moin moin! Und Glück auf! Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns gerade richtig geile Beilage gemacht. Das waren richtig klasse Rosmarinkartoffeln. Die haben uns, glaube ich, zu unseren dicken Ritten gemacht. Und wie die geworden sind, das zeige ich euch in dem Video. Viel Spaß! Für unsere Rosmarinkartoffeln brauchen wir 1 Kilo Kartoffeln. Die Kartoffeln haben wir richtig gut abgewaschen und die Kartoffelnaugen davon entfernt, die überflüssigen. Danach werden sie der Länge nach gesechstelt und zu Kartoffelecken geschnitten. Wie das geht, zeigt euch der Olli jetzt hier im Video. Im nächsten Schritt bereiten wir uns die Marinade vor. Dafür brauchen wir Öl, Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver. Das Ganze wird dann erstmal schön durchgerührt. Dann kommt der Rosmarin hinzu. Danach werden wir in einem großen Zipbeutel die Kartoffeln verschwinden lassen und die Marinade drüber geben. Den Zipbeutel verschließen und das Ganze dann schön durchmassieren. Das hat den Vorteil, ihr saut euch nicht die Finger ein, braucht nicht eine Zusatzschüssel dreckig machen, es ist bequem und einfach. Im nächsten Schritt haben wir uns eine Schwedenschüssel mit Backpapier ausgelegt, geben die Kartoffeln hinzu und werden sie ein bisschen zurechtlegen. Am besten mit den Spitzen nach oben und mit den Schalen nach unten. Unseren Grill haben wir auf 180 Grad im direkten Bereich vorgeheizt und geben jetzt die Schale auf den Grill. Unsere Kartoffeln werden jetzt für circa eine Stunde auf dem Grill verbleiben. Wir werden alle Viertelstunde die Schale einmal zur Hitze drehen, damit die Kartoffeln alle gleichmäßig gar werden. Circa eine Stunde ist vergangen, unsere Kartoffeln sind dann auch fertig. Wir werden sie vom Grill nehmen und auf dem Teller anrichten. Die Kartoffeln waren eine super Beilage zu unseren dicken Rippen, die ihr hoffentlich auch im letzten Video gesehen habt. Wenn euch dieses kleine Beilagenvideo gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, lasst uns ein Abo da, besucht auf unserer Homepage oder bei Instagram, auch bei Facebook natürlich. Bis die Tage, euer Kohl- und Stahl-Team.